Torte. Tut mir leid, Pyjama-Party-Pupser. Die Torte gehört mir. Ciao, ciao. Nein, warte. Was ist denn jetzt wieder? Wie wär's mit noch einem Partyspiel? Oder hast du Angst, dass wir diesmal gewinnen? Angst? Na gut, dann reise nach Jerusalem. Und der Sieger bekommt... Wow, so viele Meister-Fängluftballons. Ich scheide am Anfang gleich aus und hole meine Torte. Hier beschäftigt Nachtninja so lange, bis ich es geschafft habe. Ihr dürft also nicht gewinnen. Luftballons, Luftballons. Alles klar, Catboy. Oh, okay. Hiya. Also, wenn die Musik stoppt, setzen sich alle hin. Auf einen freien Stuhl. Musik. Hiya. Du bist raus, Geburtstags-Dovi. Ach, ich glaub's nicht. Ich hab so ein Pech. Keiner besiegt Nacht-Ninja. Super Eidechsengriff. Spielen wir. Tut mir leid, dieser ist besetzt. Ha! Ciao, ciao, Spatzenhirn. Du bist raus. Ach, Federkiel, du bist einfach zu gut. Bleiben also nur noch du und ich, Kitzelkätzchen. Aber du lässt mich doch gewinnen, nicht wahr? Wer auch immer den Weihnachtsschmuck geklaut hat, ist echt weit hochgekommen. Und das müssen wir auch. Also los, zum Eulengleiter. Nicht wahr sein, dann wird niemand etwas zum Auspacken haben. Luna Girl, gib die Geschenke zurück. Sie gehören dir nicht. Vergesst es, ihr Brabis. Das sind meine. Weihnachten ist nur für mich. Mich, mich. Hey, schnappen wir uns ihr Mondboard, dann kommt sie nicht mal an die Schornsteine ran. Gute Idee, Gecko. Legen wir los. Ich bring sie auf den Boden zurück. Eulenflügel. Das kann ich sicher nicht. Hä? Auf Wiedersehen, Kätzchen. Ich miau mich vom Acker. Okay, höchste Zeit, Romeo zu finden. Cooles Chamäleon. Fliegen wir mit dem Eulengleiter, dann können wir ihn von oben suchen. Stimmt's, Eulette? Eulette? Ich glaube, Eulette ist zu beschäftigt zum Fliegengecko. Fahren wir stattdessen mit dem Katzenflitzer. Eulette! Oh, ich kann's kaum erwarten, meine Funkelblitz-Moves einzusetzen. Hi-ya! Du glaubst, du bist ein kleines, hübsches Einhorn, nicht wahr? Aber ich kenne jemanden, der noch viel hübscher ist. Ha! Bei
bald werden meine Bilder überall sein. Ich fange mit diesen Büchern da an. Ihr seht großartig aus, Meister. Alle werden sich wünschen, von euch beherrscht zu werden. Ja, das werden sie, auch wenn sie keine Wahl haben. Und jetzt holen wir uns noch mehr Bücher. Wo ist Romeo? Benutz deine Eulenaugen, um ihn zu finden. Braucht's nicht, Gecko. Ich verwende stattdessen meine Funkelblitzkraft. Funkelblitz, denke und finde. Funkelblitz, denke und finde? Ja, sie weiß, wo Leute stecken. Nur durch intensives Denken. Aber das funktioniert doch nur in Comics. Hm? Meine Katzenohren schnappen was auf. Ich höre Romeo lachen. Gut gemacht, mein Metallroboter. Die Pyjama-Helden. Du glitschige Schlange, du! Warum ruinierst du alle unsere Bücher? Lesen macht Spaß! Find ich nicht. Ich mag es überhaupt nicht. Ich sehe mir viel lieber Bilder von mir an. Was? Du musst nur lesen, was dir Spaß macht, wie mein Funkelblitzbuch. Auf keinen Fall! Serviere diese Clowns ab, Roboter! Die Wissenschaftsabteilung ist hinter der Wand. Wir dürfen nicht zulassen, dass Romeo sie durchbricht. Oh, die Pyjama-Helden. Schau zu, wie ich meinen Raketenrucksack raushol. Wofür brauchst du den Raketenrucksack? Ja, glaubst du etwa, ich gehe zu Fuß, wenn ich die Welt regiere? Auf keinen Fall. Ich werde fliegen. Oh, und dann pumpe ich stinkende Gerüche in alle Kamine mit meinem unglaublichen Schniefopuff. Jeder wird sich vom Gestank befreien wollen, sodass mich keiner mehr stoppen kann und ich erobere die Welt! Das wäre eine Katastrophe! Los, Pyjama-Helden, stoppen wir diese Boxhandschuhe! Super Katzensprung! Und ich sorge dafür, dass Romeo nicht sieht, was wir tun! Hey, was machst du da draußen? Das wirst du bald merken. Was? Und jetzt werde ich deine Maschine ein bisschen umbauen. Super Gecko-Muskeln! Ja! Ups! Ah! Pass auf, Gecko! Ah! Ah! Er rutscht ab! Super Eidechsengriff! Cooles Chamäleon! Schaut! Das Teil von Romeos Bulldozer wird zu einem tollen Springstock! Das ist dein Sprungdozer! Ich werde meinen Bulldozer reparieren und es euch zeigen, ihr Plagegeister! Mein Umhang klemmt fest! Er ist schnell, aber ich kann auch schnell sein mit meinem Sprungdozer! Haltet durch, Eulette! Ich komme und rette dich! Hä? Catboy, was machst du da? Ich bin der, der wie eine Katze springen kann, Gecko. Deswegen bin ich der Beste darin. Was? Du hast doch gesehen, dass ich es kann. Und los geht's. Catboy, auf zur Rettung! Suchen wir wirklich nach Schmetterlingen? Ja, und die fliegen. Also brauchen wir ein fliegendes Gefährt. Zum Eulengleiter. Sollte Luna Girl Schmetterlinge stehlen? Warum nicht was Cooles und Toughes? Wie ein Löwen! Eulenaugen! Da vorne! Hä? Ein Schmetterling! Wahrscheinlich ist der Luna Girl entwischt. Vielleicht schaffen wir es, dass er uns folgt. Hey, Schmetterling! Willst du mit mir fliegen? Komm, ich bring dich heim. Hä? Tolle Farben, kleiner Schmetterling. Welche von meinen Farben gefallen dir? Diese hier oder diese hier? Das dauert alles zu lang. Was wir brauchen, ist Superkatzentempo. Hey, der Schmetterling ist... Hab dich. Was? Das ist echt grob von dir, Catboy. Lass ihn raus. Er fühlt sich da drin nicht wohl. Aber so kriegen wir ihn am leichtesten heim. Und da sind noch mehr einzufangen. Schaut! Okay, jetzt versuchen wir, denen zu helfen. Komm schon. Flieg hierher. Ja, kommt.
Mögt ihr rot oder grün, blau oder von allem was? Super Katzentempo! Einer und zwei, drei! Ja, okay, Katzenohren. Ja, ich verwette meine neuen Leben darauf, dass Luna Girl in der Nähe ist. Eulenaugen! Da ist sie! Ich habe sie zuerst gesehen, also gewonnen! Ich habe sie zuerst gehört, ich gewinne! Wie gar keine Geckos seid ihr! Ihr habt sie beide gefunden, einigt euch auf Gleichstand! Kein Gleichstand, wir machen einen Wettlauf! Und zwar, wer zuerst oben auf dem Dach ist, gewinnt! Sollen wir jetzt echt einen Wettlauf veranstalten? Gecko hat recht, außerdem ist es sinnlos. Bei meinem Superkatzentempo gewinne ich kinderleicht! Niemals, Catboy! Mit meinen Super-Eulenflügeln bin ich schneller! Ich besiege dich leicht! Was? Das glaube ich nicht. Ihr werdet schon sehen, wie ich nochmal gewinne. Super Katzentempo! Wie ein eleganter Panther springt Catboy in großen Sätzen aufs Dach und schlägt Eulette um ein Katzenschnurrhaar. Gar nicht, ich war zuerst oben. Was träumst du? Ist doch egal, wer gewonnen hat. Wir müssen herausfinden, was Luna Girl vorhat. Psch. Runter. Luna Girl hat die Pfeife. Morten, in zwei Gruppen. Achtung, fertig. Los, Morten, formiert euch. Viel schneller, ich will hier keine Verlierer sehen. Ha, alle Spielsachen aus dem Spielzeugladen gehören bald mir. Also los, das Team, das die meisten Spielsachen holt, gewinnt. Zuerst Team 1. Hervorragend, meine flatternden Diebe. Sie ist echt ungeduldig, Mann. Komm schon, Jungs, lasst uns los. Rechts, links, da ist nichts. Warte, Eulette. Das sind Abdrücke vom verschwundenen Gleis, weißt du noch? Finden wir dann den Zug, wenn wir denen folgen? Ja, und los, na los! Das nicht Romeos Labor? Ja, sah so aus, Gecko. Ist hier wie wild rumgesaust. Vielleicht Jungs, ist es... vergesst Romeo. Wenn er in seinem Labor ist, kann er doch den Zug nicht fahren. Wir müssen rausfinden, wer ihn fährt. Los, los, los! Okay. Hey! Keine Spuren mehr. Und wie finden wir jetzt den Zug? Eulenaugen! Ich sehe etwas weiter da vorne. Etwas Schnelles. Da ist er. Der Zug. Siehst du, ich sagte dir erst schnell. Dann wollen wir mal sehen, wer ihn fährt. Romeo? Na hallo, die Pyjama-Helden. Du bist doch gerade mit deinem Labor gefahren. Das war nicht ich. Niemand fährt mein Labor. Das blöde Teil hatte einen Kurzschluss und hat sich selbstständig gemacht. Zum Glück habe ich diesen superschnellen Zug, um es zurückzuholen. Aber wo kommen diese Schienen her, Romeo? Ganz einfach. Ha, dank meiner Erfindung, dem Turboschienenleger. Der legt Schienen überall hin. Wow, der ist voll cool. Und noch viel cooler ist der andere hinten, der das Ganze wieder einsammelt. Vorwärts, Ninjalinos! Nein! Flatternde Federn! Klebeklatscher! Zeit für meine ninja-tastische Fernsehsendung. Aber nicht für euch Pyjama-Helden-Statuen. Ihr könnt sowieso nicht applaudieren. Damit wirst du nicht durchkommen. Ach, ist das so?
Na dann schaut mal gut zu, wie das geht. Ciao, ciao. Nach links, nach rechts. Ich werde euch befreien. Danke, Eulette. Dieser fiese Ninja! Bitte beruhige dich, Catboy. Was wir brauchen, ist ein Plan. Ja, bleib cool, wie Meister Fang. Er wird niemals wütend. Ja, das ist, weil ihm wurde auch noch nie sein Schwert gestohlen. Ich wette, er ist gerade genauso wütend wie ich. Na los, gehen wir. Los, los, los. Guckt mal, da ist Meister Fangs Dojo. Dort gibt er Kung-Fu-Unterricht und zeichnet seine Sendungen auf. Wow, sein Schwert ist wirklich toll. Und da sind wunderschöne Juwelen drauf. Ja, für jedes Lehrjahr bekommt es ein Juwel mehr. Suchen wir die Marionetten zum Katzenflitzer. Was war denn das? Es ist weg. Tanz, Marionetten, tanzt! Ich hab sie gefunden. Warte, wir müssen herausfinden, was das da auf der Straße war. Geht ihr suchen. Ich schau mir da drüben die Marionetten an. Ich meine, ich schnapp mir Luna Girl. Super Gecko-Tarnung. Gibt's nicht. Das ist Cameron. Ja, er schlafwandelt. Er schläft, aber er träumt, dass er herumläuft. Wir bringen ihn wieder zurück ins Bett. Ja, aber ohne Supertempo und auch ohne Fliegen. Er würde aufwachen und einen Schock bekommen. Yeah! Wuhu! Gib die Marionetten zurück, Luna Girl. Ha, keine Chance, Eidechsenfuß. Motten, zeigt ihm, was ihr drauf habt. Hey, das ist nicht lustig. Haha, ist es doch. Das ist das tollste Marionettentheater aller Zeiten. Wow. Was? Gut gemacht, Eidechsenbubi. Hä? Okay, so lautet der Plan. Gecko? Keine Sorge, haltet euch nur an den Plan. Ich kann das schaffen. Okay, Catboy. Sei stark. Wow, vielleicht schaffe ich es doch nicht. Ah! Und jetzt, Wolken. Regnet auf Catboy, wo immer er hingeht. Hässlichen Wasserwolken! Eulette, du lenkst Luna Girl ab und ich helfe Catboy! Super Eulenflügel! Hier oben, Luna Girl! Fang mich doch! Hey! Gecko, mach schnell! Ich komme, Catboy! Komm schon, Catboy, du kannst es! Ah! Mondkräfte, verfolgt diese Eidechse! Tu sie runter, ich kann nichts sehen! Wenn ich nur diesem Regen entkommen könnte. Mein Mondmagnet! Lauf, Catboy, lauf! Komm schon, Catboy! Oh ja! Yeah.
Boy saust wie der Wind mit seinen super... Oh! Es ist nass, es ist nass! Catboy, ich komme und helfe dir! Mondbart! Was? Eulette, Gecko, haut ab von Romeo! Abgelehnt. Wir befolgen nur noch Anweisungen von Romeo. Das ist irgendwie seltsam hier. Hä? Hier gibt's nichts zu sehen! Oh, wirklich? Dann werfen wir etwas Licht auf dieses Rätsel. Fellballattacke! Oh. Was? Wow! Greg, Amaya! Sie haben uns geschnappt, als wir draußen gespielt haben. Es war babyleicht ohne ihre Superkräfte. Aber wenn ihr in den Käfigen seid, wer sind dann die da? Halt dich von ihnen fern, Catboy! Moment, der Hauptrechner sagte was von Robotern. Das sind gar nicht Gecko und Eulette. Nein, aber du hast gedacht, sie sind's. Obwohl's meine unglaublichen Roboterkopien sind. Du wärst jetzt auch eine, wenn ich meine Platine nicht verloren hätte. Ach, eine Platine? Meinst du die? Meine Platine? Sei dir nicht so sicher, Miezekätzchen. Bald sorgen meine Robos dafür, dass du auch in einen Käfig gesperrt wirst. Dann regiere ich die Welt und ihr könnt mich nie mehr aufhalten. Catboy, befrei uns, dann können wir dir helfen. Nicht ohne eure Kräfte, keine Sorge. Ich hole eure Pyjamas. Suchst du die hier, Katzenklo-Bubi? Oh. Ja, eure Pyjamas gehören mir. Und du jetzt auch. Diese Roboter haben die gleichen Kräfte wie Eulette und Gecko? Oh nein, viel bessere. Sieh dir das an. Wow, extra Kräfte? Das ist unfair. Ich hab dich gewarnt. Es hat Jahre gedauert, um den Computer für die Superkräfte zu bauen. Aber jetzt sind meine Roboter unaufhaltbar und ich auch. Mein Schwanz ist eingefroren. Ha, eine kurzzeitige Wirkung. Gerade lang genug, um dich in einen Käfig zu sperren. Du bist dran, Robo-Gecko. Wow. Also, wir suchen einen großen, weißen, spielzeugverschlingenden Ball. Er könnte überall sein. Bewegt sich in Richtung Park. Bei meinen Schnurrhaaren. Was machst du da, Luna Girl? Die Pyjama-Helden. Darf ich vorstellen? Mein Mondball. Ich sauge alle lustigen Tagspielsachen ein, damit ich sie in der Nacht ganz für mich allein hab. Nicht, wenn wir dich vorher aufhalten. So meint ihr? Ha! Mein Mondball saugt nicht nur viele lustige Spielsachen ein, sondern auch Pyjama-Plagegeister. Was? Wow. Oh nein, Gecko! Kick ihn weg, Eulette! Na los! Warum hat der Mond bei uns nicht eingesaugt? Vielleicht, weil wir ihn weggekickt haben. Ja, der ist wie ein Mega-Fußball. Schaut, was ich drauf hab. Hey! Wow! Ups, entschuldigt. Aber was für ein Schuss. Kopfball! Ah, super Katzensprung! Nicht runterfallen, Katzenklo-Bubi. Nein, das wirst du nicht tun. Oh. Aha. Schlitternde Schlange. Bald hat dieser Schurke nichts mehr zu lachen. Katzenohr. Ich höre etwas. In die Richtung. Stimmen kenne ich doch. Noch wisst ihr es nicht, ich sag's euch gleich. Ninjalinos, die sind stark und dreist. Nacht,
Ninja. Seine Ninjalinos haben all die Sportgeräte. Ja, hallöchen, Pyjama-Helden. Gib die Sportsachen zurück, Nacht-Ninja. Die brauchen die Tag-Kinder. Oh nein, ich brauch sie. Für meine Super-Ninjalinos. Sie werden damit stärker und stärker. Bald kann ich ihnen meine fantastischen Ninja-Moves beibringen. Sie werden niemals so stark sein wie ich. Los, retten wir unseren Sporttag. Das übernehme ich, Leute. Klingelndes Reptil, gib mir das Fahrrad zurück. Die Tagkinder brauchen es. Aufhören! Au! Wow, die Ninjalinos sind echt stark geworden. Ja, bald können sie im Training gegen mich antreten. Bald, hab ich gesagt. Jetzt erstmal zum nächsten Trainingsparcours. Umblättern. Guter Versuch, Gecko. Aber wir brauchen einen Plan für uns alle drei. Nein, die Ninjalinos sind winzig. Ich bin mir sicher, dass ich stärker bin als sie. Na los! Ein Miezekuscheltier? Was ist das für ein Schrott? Was hat sie gegen Katzen? Ihr Motten seid nutzlos. Nichts, was ihr findet, ist gut genug für mein Mondlager. Mondlager? Ich hab euch doch gesagt, ich will nur die schönsten und tollsten Sachen. Dann muss ich es wohl selbst machen. Mondbord! Schnell, PJ Masks, hinterher! Sie sucht wohl was Besseres als eine Kuschelkatze. Hey, ich mag diese Katze. Wo würde sie denn die schönsten Dinge finden können? Eulenaugen. Oh, flatternde Federn, sie ist bei mir zu Hause. Oh nein, meine Verschenkeule. Diese Mondstatue ist perfekt. Warum habt ihr mir die nicht mitgebracht? Wenn sie mir gehört, dann bringe ich all den anderen Schrott wieder zurück. Hörst du das? Sie würde alles andere zurückbringen, wenn sie die Verschenkeule hätte. Cooles Chamäleon. Du solltest sie ja sowieso verschenken. Ja, wenn du sie Luna Girl schenkst, wirst du dich auch noch gut fühlen. Ist doch genial. Die ist genau das Richtige für mein neues Mondlager. Sie ist fantastisch. Sie ist wunderschön. Sie ist meine. Was? Also ist sie doch eine Behalte-Eule. Ach, allein dafür behalte ich alles, was ich schon geklaut habe. Und klau noch viel mehr. Was habt ihr davon? Dafür habe ich meine Eule. Hurra! Aber wir müssen Luna Girl aufhalten. Das werden wir. Kein Problem. Wo immer Luna Girl hingeht, die PJ Masks werden ihr folgen. Eulette, nutz deine Eulenaugen und finde Romeo. Werde ich, sobald du dich entschuldigt hast. Was? Aber ich hab mich doch gerade. Leute! Okay, es tut mir wirklich leid. Und? Leute! Also bitte finde jetzt. Der Flugsaurier! Ah! Flatternde Federn! Siehst du, es ist grässlich, von einem Dinosaurier erschreckt zu werden. Romeo? Verzeihung, ich hab euch wohl mit meinem Roboflugsaurier erschreckt. Fellballattacke! Ich bin der Tollste. Wer sonst kann ein riesiges Dinosauriermodell stehlen und es zum Fliegen bringen? Aber das hättest du nicht tun sollen. Bring mir es zurück. Auf keinen Fall. Erst werde ich die Menschen mit diesem Dinosaurier erschrecken. Dann stehle ich die anderen aus dem Museum und erschrecke jeden überall. Damit erobere ich die Welt.
Wir werden dich aufhalten, Romeo. Ach ja? Versuch doch das hier mal aufzuhalten. Wir haben dem Miezekätzchen einen großen Schrecken eingejagt. Und jetzt flieg, flieg, flieg. Oh, noch ein Kätzchen zum Erschrecken. Das wird eine tolle Übung, bis ich die Pyjama-Dussel wiedersehe. Hier! Miez, miez, miez! Beweg dich, Miezi, ich kann nichts sehen! Romeo! Ja, hallöchen, Pyjama-Helden! Dann steckst du also dahinter. Nein. Ich bin das. Nacht-Ninja, du warst das? Er war's nicht. Ich habe den Schrumpfer erfunden. Du hast ihn erfunden, aber du kannst ihn nicht benutzen. Doch, kann ich. Ich drücke die vielen Knöpfe hier. Aber ich ziele mit dem Schrumpfschlauch. Oh? Komm schon, feuern wir mit dem Teil los. Hey, hört auf damit. Ha, okay. Alles, was wir bisher geschrumpft haben, war sowieso nur Training. Training für das, was wir eigentlich schrumpfen wollen. Euch! Uns? Ja, wenn ihr Pyjama-Helden-Mini seid, kann ich endlich in Ruhe die Weltherrschaft an mich reißen. Und ich kann Pyjama-Linos aus euch machen. Ihr seid dann ganz winzig und hilflos. Dann müsst ihr tun, was ich euch sage. Ziemlich böse. Die Weltherrschaft an sich zu reißen ist böser. Ist es nicht. Doch, ist es. Ist es nicht. Ist es doch. Stimmt nicht. Ist ganz egal, wer böser ist. Weil nichts davon passieren wird. Ich bin ein großes Kind. Mich kann keiner schrumpfen und meine Freunde auch nicht. Alles soll wieder in normale Größe verwandelt werden. Los geht's, Pyjama-Helden! Sei vorsichtig, Catboy! Keine Sorge, ich schaff das! Ha! Alles, was du schaffst, ist Schrumpf! Catboy! Das ist grauenhaft! Oh, seht euch das kleine Kätzchen an! Einer geschrumpft, fehlen noch zwei! Hinterher, Ninjalinos! Da ist Romeos Labor und das Gerät, das deine Stimme geklaut hat, Gecko. Schleichen wir uns von hinten an. Cool, Romeo hat keine Ahnung, dass wir hier sind. Hey, schöner Kerl. Das ist unsere Chance. Klettere mit deinem super Eidechsengriff die Wand runter und schleich dich ans Labor rein. Das ist bisher unser einfachster Einsatz. Nur noch einen Sprung. Hol dir deine Stimme. Mach endlich! Ha? Die Pyjama-Plagegeister. Und schon bin ich weg. Gecko! Oh, alles okay. Aber warum hast du den Kasten stehen lassen? Er war vor deiner Nase. Das macht nichts. Dann eben nächstes Mal. Warum hat Romeo überhaupt deine Stimme geklaut? PJ Masks! Gecko! Du hast deine Stimme wieder! Miezekätzchen und Spatzenhirn, ihr seid nicht besonders schlau. Hey! Das ist nicht sehr nett. Du bist mein Held! Romeo! Oh nein! Gecko hat seine Stimme nicht zurück. Romeo hat sie. Und er benutzt sie auch noch. Zum Katzenflitzer. Ich wette, ihr erwischt mich nicht. Weil ihr nur doofe Gutmenschen seid. Ihr findet doch nicht mal eure eigenen Nasenspitzen. Nicht so wie Romeo. Der ist ein absolutes Genie. Ja, ein Genie. Kein echsenbeiniger, klebfingriger Stinkepups so wie ich. Klebfingriger Stinkepups. Ich bin genial im Erfinden von Beleidigungen.